Guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Talkshow am Donnerstagabend zu «Gredig direkt». Mein Gast heute ist das internationale Topmodel aus Bruck, Kanton Aargau, Manuela Frey. Guten Abend. Guten Abend. International ist das Thema. Sie wären international unterwegs. Sie wohnen seit 7 Jahren in New York. Aber mit der Corona-Krise ist alles ein bisschen anders geworden. Sie sind in die Schweiz zurückgereist, haben nicht gewusst, wie es weitergeht. Wie gross war der Corona-Schock gewesen, ganz persönlich? Also am Anfang habe ich gedacht, ja, okay, das geht vielleicht 1-2 Monate. Ich glaube, wir alle haben so gedacht. Und nachher bin ich 5 Wochen lang in Quarantäne, also im Lockdown in New York, in meinem Apartment ganz allein. Und dann nach 5 Wochen habe ich gedacht, boah, ich muss unbedingt zurück in die Schweiz. Ich brauche Familie, ich brauche ein bisschen Liebe um mich herum. Und ja, und dann war es eigentlich schon ein kleiner Schock gewesen, weil ich gewusst, oder ich nicht gewusst, wenn ich wieder zurück kann nach New York, wenn es wieder Jobs gibt. Und ja, jetzt bin ich immer noch da. Ich habe zwar ab und zu Jobs, aber es ist nicht wie vorher. Ich kann nicht mehr rumfliegen, ich kann nicht mehr, ja, mal dorthin. Aber du, man muss akzeptieren. Es ist ja vieles nicht mehr wie vorher, auch wenn wir uns das noch mal vergegenwärtigen, wie das im Frühling, also beim Ausbruch der ersten Wellen aussieht, auch in New York. Also wir haben die Bilder vor Augen, mit leeren Straßen, mit ganz vielen Toten, mit viel Leid auch. Sie allein in dieser Wohnung 5 Wochen. Jetzt sind Sie es ja gewohnt gewesen, wirklich unglaublich viel zu tun haben. Sie sind sehr erfolgreich, immer unterwegs. Sie sind ein Autofan, wenn ich es mal ein bisschen in dem Bild würde sagen. Also so von 350 PS ab und auf 0 für ein Model, das muss schon drastisch sein. Ja, wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, ja, cool, mal 1-2 Wochen ein bisschen chillen und dann werden die dann sicher irgendeine Lösung finden. Aber dass es so lange geht, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist auch mal, wie gesagt, es ist mal schön, mal ein bisschen oben runterzukommen. Ein bisschen wissen, was man will, wie man weiterfahren will, Zukunftspläne. Einfach allgemein oder wissen, weißt, so Freunde so ein bisschen aussortieren. Einfach so Sachen, wo man sonst nie Zeit hat dafür. Das kann man natürlich machen, wenn man weiss, es geht weiter. Oder wenn man vielleicht sich auch ein Polster angelegt hat. Jetzt gibt es eine Studie über Models gemacht, wie die in der Corona-Zeit leiden. Also da ist, glaube ich, 5/5 davon hat nicht mehr genug Geld, um sich wirklich so elementarste zu zahlen. So Zukunftsängste, Existenzängste, kennen Sie das? Ja, sicher auch. Ich meine, man denkt dann immer, wenn man viel Zeit hat, dann denkt man an mehr, oder? Und dann manchmal bin ich auch irgendwie auf dem Sofa gehockt und vor Netflix und dachte, hey, nein, wann ist eigentlich mein nächster Job, oder? So, vor allem so im April, Mai. Und aber in den letzten paar Wochen hat es wieder ein bisschen angezogen. Darum, ich habe nie Angst. Meine Mama hat immer gesagt, Angst ist ein schlechter Begleiter. Und darum, es geht immer irgendwie weiter. Ich meine, ich habe 2 gesunde Hände. Ich kann auch irgendwie im Starbucks oder wo immer mal arbeiten, wenn es nicht mehr weitergeht. Wie geht es denn weiter in der Branche? Macht man sich auch solche Gedanken? Weil es kann ja sein, dass Corona auch in der ganzen Modelbranche, in der Fashion-Industrie, ganz viel wird verändern. Also, es wird vielleicht keine Modeschau mehr geben. Oder vielleicht gibt es auch nicht mehr Shootings. Es gibt vielleicht auch kein Modemagazin mehr, wie man sie kennt. Das sind alles so ein bisschen Horrorszenarien. Aber trotzdem, machen Sie sich Gedanken darüber, wie es könnte nach Corona weitergehen? Ich mache mir sehr viele Gedanken. Ich telefoniere eigentlich täglich mit meiner Managerin von New York. Was sagt ihr? Sie dreht fast durch. Sie ist daheim im Uptown mit ihren 2 kleinen Kindern. Und sie sagt, sie kann nicht mehr in die Stadt zurück. Ihr fehlt das Leben wie vorher. Mal ein bisschen an diesem Event, ein bisschen an diesem Event. Sie immer, jedes Mal, wenn ich ihre Anrufe schreie, weißt du, von den Kindern im Hintergrund. Sie vermisst, sie sagt, es ist wirklich, es läuft nichts. Und es ist schon krass. Sie sagt, sie verliert ganz viel Geld, also ihre Firma, sie ist das Modelmanagement. Ja. Und ja, es ist traurig, aber nicht nur unsere Branche ist so. Können sich auch das Bild von den Models oder von der Fashion Manga, wie man sie früher genannt hat, verändern? Kennen Sie zum Beispiel Shudu Graham? Sagt Ihnen das etwas? Nein. Namen? Das ist ein digitales Model. Ah, doch, ich weiß. Die hat einen Instagram-Account mit Millionen von Followern. Genau. Ja. Und wenn wir uns die Bilder anschauen, wir sehen sie da. Also das sieht stimmt total echt aus, von einem englischen Fotograf ins Leben gerufen, sozusagen. Wenn man das anschaut, könnte man sagen, ja, vielleicht ist das ja die Zukunft der Modelindustrie. Man muss nicht mal mehr als Model zahlen. Macht das auch Angst, so etwas? Ja, ich glaube, der produziert hat, der wird sicher auch Geld machen. Ja. Also was ich gesehen habe persönlich ist, wir haben jetzt viel mehr FaceTime-Shootings, was ich vorher noch nie hatte. Also, das heisst, die FaceTime mit dir musst einfach eine gute Connection haben. Also das ist wirklich über einen Computer, über einen Screen? Über einen Computer. Ja. Und es wären eigentlich schöne Bilder,
aber halt, es fühlt sich alles so komisch an. Oder ich habe zum Beispiel auch jetzt morgen ein Casting über FaceTime. Ja. Und es ist einfach alles anders. Oder eben, sie brauchen mehr Models vor Ort, was eigentlich auch gut ist. Ich meine, so supportisch, sagen wir, eben Schweizer, ja. Schweizer Models, ja. Amerikanische Models. Vielleicht auch Ökologie, also man reist ja nicht mehr so durch die Welt. Mega, also ja. In dem, so gesehen ist es super. Und man muss immer das Positive sehen. Aber klar, ich meine, die Preise werden sicher wieder gedrückt, noch mehr. Was heisst das konkret? Es gibt ja mal das, es gibt das berühmte Zitat von der Linda Evangelista aus den 90er Jahren, eines von diesen Top-Supermodels damals, die gesagt hat, für unter 10'000 Dollar gehe ich sie gar nicht aus dem Bett. Ist das auch so? Also nein, so ist es nicht mehr wie früher. Ich muss lachen, wenn ich sage, wie früher. Ich meine, ich habe vor 8 Jahren angefangen und es hat sich in diesen 8 Jahren schon mega viel verändert. Weil Social Media ist halt mega wichtig geworden. Es gibt so viele Models. Jede ist langsam ein Model. Ja. Und ich meine, wenn du eine bekommst, die gleich oder ähnlich aussieht wie ich und wo sagt, ich mache es gratis, nur weil sie den Gucci-Job will, dann sagt Gucci, ja, für die müssen wir nicht zahlen. Sag jetzt mal, wie muss man sich das vorstellen? Also, man liest Zahlen von Gratis-Fotoshootings für gute Magazine zu 50 Dollar pro Tag, 1'000 und plus. Wie muss man sich das vorstellen? Also, reden wir da von vierstelligen Summen oder können Sie über Gage reden? Ja. Also, ich bin zwar auch noch Schweizer, so Steuern und so Sachen rede ich eigentlich nicht. Aber eben, so Sachen, Magazin ist eigentlich alles gratis. Ist eine Ehre, dass man da drin ist. Eine Ehre. Für Shooting, für Vogue, all das ist eben, es ist in den Credits. Ja. Und sagen wir, für Gucci, Dior und all die grossen Marken bekommst du vielleicht für eine Show 500 Stutz. Aber dann musst du noch 30% an die Agentur abgeben, dann musst du noch 20% was auch immer an die Steuern. Schlussendlich kommst du nicht mit so viel Geld raus, wie alle immer denken. Klar, wenn du schon viele gute Sachen gemacht hast, sagen wir 5-6 Vogue-Covers oder so, dann steigt dein Markt. Das ist wie ein Fußballspieler, wenn er schon bei vielen guten Clubs dann. Ja. Und nachher kannst du schon für ein Shooting so, sagen wir, 10'000 Stutz bekommen. Aber das ist nicht immer so. Und ich meine, ich nehme, sagen nicht alle Jobs an, aber mir ist doch das also eigentlich wurscht, ob ich jetzt 500 Franken oder 2'000 bekomme. Also ich liebe meinen Job. Ich stehe auch auf für kein Geld. Wir können gerne mal reinschauen, wie das aussieht. Ja. Wir haben einen Zusammenschnitt. Ich habe schon gesagt, das international höchst erfolgreich an allen wichtigen Fashion-Shows auftreten. Wo es gibt und Fotoshootings gemacht für die grossen Designer. Wenn man sich jetzt da als Chanel, Dolce & Gabbana, Dior, Valentino, wenn man für diese Leute schafft, ist das Können, ist das Glück, hat das mit dem Look zu tun? Kann man das erklären? Also warum macht man den Sprung von einem normalen Model zu einem Model von dieser Ebene, von dieser Klasse? Also ich würde sagen, es ist sicher ein bisschen Glück. Du brauchst den richtigen Support, das richtige Team hinter dir. Ich habe, als ich 15 war, bei einem Elite-Model-Look mitgemacht. Ja. Auch da haben wir Bilder davon. Können wir gerade einspielen. Mit 15, also gerade bei der Zirkschule abgeschlossen. Ja. Und dann ab auf den Laufsteg, 2012 mit 15. Ja, da habe ich gerade mit der Kanti angefangen, so heisst es im Aargau. Und dann habe ich dort gewonnen, den Elite-Model-Look. Und dachte, jetzt mache ich mal ein Jahr nur Model. Und das ein Jahr sind 8 Wochen. Ja. Und wahnsinnig, also mit 15 das gewonnen, dann dritte Wort an der internationalen Elite Austrägung. Ja. Dann gerade auf New York mit 16. Ja. Also ich würde sagen, es war sicher auch gerade der Look, der gefragt war. Ich meine, mein Look ist eigentlich recht klassisch. Ich meine, ich habe so lange Haare, eigentlich natürliche Haarfarbe, nicht irgendwie noch da kurz, da lang abrasiert und so. Ich meine, es geht eigentlich mit jedem Look zusammen. Sie können Ponytail machen, sie können das machen und so sind sie zufrieden gewesen. Es hat in jeden Look gepasst in dieser Saison 2012-13. Und nachher hat es dann auch mal eine Saison gegeben, wo alle ihre Haare abrasiert haben. Dann bist du vielleicht mal ein bisschen weniger gefragt. Und das merkt man sofort. Ah, das merkst du sofort. Ja. Aber du hast natürlich dann auch Stammkunden, die du dir aufbaust. Zum Beispiel Macy's, das ist ein riesiges Warenhaus in Amerika. Die buchen mich, seit ich 16 bin und regelmäßig. Und so Kunden sind dann halt, ja, das ist einfach schön. Das ist dann auch Familie und es fühlt sich wirklich nicht an wie Arbeiten. Lassen Sie sich ein bisschen über Klischees vielleicht zum Teil, aber auch so ein bisschen über die Schattenseite von dem Beruf reden. Weil da gibt es einige und viele sind immer ein bisschen auch in den Schlagzeilen. Etwas, wo man aber seit jeher in dieser Branche oder auch dieser Branche vorwirft, ist so der Schlankheitswahn. Yeah.
Models, die wirklich offensichtlich zu wenig essen oder weil sie das Gefühl haben, sie müssen einem gewissen Ideal entsprechen. Sie haben dazu mal etwas Spannendes gesagt, wo man sich gefragt hat, was sie halten von diesen Models. Und zwar, dass sie es selber nicht gerne haben, dass sie wirklich das Gefühl haben, es sei schlimm, wenn sie Mädchen sind, wo man Knochen so sieht, rausstehen. Und sie gehen gleich über Kleidergröße, ein bisschen kleiner oder ein bisschen grösser ist. Das hört man viel als Argument. Und trotzdem ändert sich, habe ich zumindest das Gefühl, wenig. Warum ist das? Ja, es ändert sich wirklich sehr wenig. In Amerika, muss ich sagen, in den letzten 2-3 Jahren haben es recht viele normale Leute gewählt. Nicht einmal gross oder Models, sondern einfach der Hansli vom Aargau. Und das haben sie gerne gehabt, weil so können sie doch spezielle Typen. Nicht einmal, einfach normal, weil sie haben gemerkt, endlich mal realisiert, dass es einfach die Leute können sich mehr mit denen in Verbindung setzen. Also, es ist nahbar. Ja. Sie denken, dem steht das gut, dem steht es mir auch gut. Ja. Genau. Und Amerika hat auch Plus Size jetzt angefangen oder In Between. Das ist so, du bist nicht Hüfte 90, bist aber auch nicht Plus Size, sondern so zwischen denen. Ich finde das eigentlich gut und das unterstütze ich auch, weil ich denke, weißt, ich sehe so viele Mädchen, die sich wirklich abmagern, und das ist traurig. Das ist wirklich traurig, weil sag mal, die sind von Russland und haben wirklich nichts und müssen jeden Monat Geld heimschicken den Eltern. Dann machen sie es natürlich, weil sie denken, das ist ihre einzige Chance. Und da kommt der Druck tatsächlich zum Teil aus der Industrie, dass man wirklich sagt, du musst abnehmen. Ja, das kommt. Ich meine, ich habe das selber erlebt, wo ich die Videos von vorher, da bin ich noch 10 Kilo leichter gewesen. Klar bin ich auch noch, 8 Jahre jünger gewesen. Schon 15. Genau. Aber dann irgendwie, als ich 20 geworden bin, dann verändert sich der Körper. Und dann musste ich mir sagen, weißt du was? Entweder werde ich jetzt krank, also tue wirklich quasi nichts essen und dreimal am Tag trainieren. Sprich, eine Essstörung. Genau, also eine Essstörung. Du gewöhnst dir das einfach irgendwie etwas an, weil die Mädchen haben keine. Also, es wird nicht gesagt, was wir essen müssen, sondern es heisst einfach, du musst die Masse haben. Ja. Und dann fühlen sie auch irgendwie, keine Ahnung, Watte mit Orangensaft essen oder kotzen oder keine Ahnung, nur, es hat ein Mädchen gehabt, das nur Gemüse gegessen hat oder eine, die nur Früchte gegessen hat. Einfach so komische Angewohnheiten. Aber ich habe dann die Ernährungsausbildung noch gemacht, weil mir das sehr wichtig war. Ich wollte mal Kind. Und ich habe gehört von 3 Modelfreundinnen, dass sie schon mit 17 erfahren haben, dass sie kein Kind bekommen können, weil sie ihren Körper schon kaputt gemacht haben. Ja. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, niemals in meinem Leben würde ich so weit kommen. Entweder passt es dem Kunden oder nicht. Wenn es ihm nicht passt, dann lässt er es. Es gibt noch tausende andere Models, die es nehmen. Ernährungsberaterin noch gelernt, als Ausbildung nebenan. Ja. Dann habe ich gefragt, man sieht zum Teil auch Bilder von ihnen mit Fastfood zum Beispiel. Ja. Das sieht man ja noch viel. Models, die dann mal auf Instagram einen Hamburger essen. Aber das ist doch nicht realistisch, oder? Also das kann man sich fast nicht vorstellen, dass sie sich tatsächlich von Zeit zu Zeit so ernähren. Also, ist das ein PR? Nein, also das Uber Eats Bild ist wirklich so. Ich war in Lausanne mit ein paar Freunden. Und ich sage mir immer, einmal ein Cheat in einer Woche, das muss man sich gönnen. Also sonst, man muss ja auch ein bisschen leben. Also ich sage mir das einfach so, ich tue gerne mal zuschlagen. Und viele Freunde sagen dann so, boah, kannst du das wirklich so? Einfach und ich so, nachher bin ich die ganze Woche wieder konsequent. Jetzt geht es dort ein um die Frage, was weisst du, gerade wenn man mit 15, 16 das Business reinkommt, man ist an sich schon mal ein bisschen unsicher. Ja. Man lässt sich wahrscheinlich auch mehr sagen als mit 25, 30. Man weiß auch nicht, wo man Grenzen sollte und kann setzen. Und dort sind wir dann in dem ganzen Bereich vom Missbrauch. Und zwar wirklich genauso psychisch wie physisch, von diesen Abhängigkeiten. Auch dort ein spannendes Zitat, das es von Ihnen gibt, ob Sie Ihrer Tochter würden raten, den gleichen Weg zu gehen, wie Sie gemacht haben. Und dort haben Sie gesagt, bei meiner Tochter würde ich es nicht zulassen, dass sie modelt. Ich hätte Angst, dass sie in die falsche Szene rutscht. Also, dass es dort zu viele Leute gibt, die offensichtlich die Models ausnutzen. Mhm. Und man kommt in böse Situationen. Was sind so böse Situationen? Was haben Sie erlebt? Ich weiß wirklich nicht. Entweder hatte ich Glück gehabt, oder ich bin einfach so erzogen worden. Meine Eltern haben auch immer gesagt, pass auf, nimm das nicht. Oder wenn du willst, dann nimm es mit uns, einfach, dass du eine Sicherheit hast. So, dass dich was, Alkohol, Drogen? Ja, genau. Auf jeden Fall bin ich nach New York und ich habe wirklich vieles gesehen. Also, ich meine, ich bin jetzt 24, eigentlich noch sehr jung, aber
ich habe wirklich vieles gesehen und es hat mich geschockt. Also, gehen Sie uns ein, zwei Beispiele. Okay, ich bin immer die jüngste Model Apartment mit 10 Models und die sind damit heim. 10 Models in einer 3-Zimmer-Wohnung, glaube ich. Genau, in einer 3-Zimmer-Wohnung und alles so Bankbett, also kein Hüttenbett. Die Models sind damit heimgekommen, zerstört oder heartbroken, weil sie mit irgendwelchen Promoters, so nennt man die, die Typen, die für den Club arbeiten und immer Models bringen müssen. Weißt du, so immer Donnerstag, Freitag, Samstag müssen sie mir 10 Models mitbringen. Dann geben es, also ich kann ehrlich sein mit dir, die geben denen halt Drogen oder was auch immer. Und ich bin immer stark genug gewesen, weil ich habe gesehen, wie die anderen abgefuckt waren. Und ich habe mir gesagt, ich will niemals so werden oder meine Karriere aufs Spiel setzen, nur wegen einem Typ oder nur, weil ich cool sein will. Und ja. Warum ist man dort so empfindlich drauf? Hat das mit dem Alter zu tun? Hat es mit etwas anderem zu tun? Es gibt eine spannende Aussage von der Anja Leuenberger, auch eine sehr bekannte und sehr erfolgreiche Schweizerin in diesem Business, die sagt, es sei vielleicht etwas komisch, aber Models seien die unsichersten Menschen, die es gibt. Kann das ein Grund sein dafür? Ich würde jetzt sagen, es gilt nicht für alle. Ich meine, ich würde mich jetzt nicht unsicher bezeichnen. Ich bin recht selbstbewusst, ich weiß, was ich will. Aber es, wie immer, ich meine, nicht alle sind gleich. Aber viele Models, die ich kenne, sind unsicher, wirken zwar von außen eben so wow, Glamour, hot, sexy, schön, bildschön. Aber innerlich sind es wirklich, eben, zum Gewicht halten, nehmen halt auch viel Gocki. Kokain. Ja, Kokain. Ja. Und ich judge niemanden. Es ist nicht nur in der Modelwelt so. Ich sehe nur schon in Bruck, wenn ich im Neumarkt, im Migros gehe, poste, sehe ich am Ecken, wie es irgendwie etwas austauscht. Ich meine, es ist kein Geheimnis, es ist überall auf der Welt. Aber in unserem Business, Musik, Sport und Model ist das Entertaining-Business, gibt es halt einfach überall. Und jetzt muss man ja stark sein für das. Und man muss auch können, eben, so Grenzen setzen, man muss auch können Nein sagen. Yeah. Gerade wenn man so jung ist, ist das zum Teil nicht einfach. Haben Sie schon Jobs verloren, weil Sie eben gerade nicht mit diesen Typen mitgegangen sind oder weil Sie eben nicht das Spiel mitgemacht haben? Sozusagen? Jobs verloren wegen keine Drogen oder so? Überhaupt nicht. Nein, weil es sind ja eigentlich dann nicht die wichtigen Leute, die dir die Drogen geben. Also, weißt, oder wenn es irgendein Kunde ist, die machen das nicht on set. Hey, willst du ein bisschen? Also, das ist mehr an den Partys oder in dem Nightlife-Event-Leben. Aber was ich vielleicht darauf ansprechen kann, ist, eben zum Beispiel, wenn es ein Fotograf ist, der sagt, hey, wenn du mit mir rauskommst oder so und mit mir eine Nacht verbringst, dann kannst du den Job bekommen. Das ist nur ein Klischee, das gibt es tatsächlich. Nein, das gibt es. Das gibt es. Das gibt es wirklich. Aber es ist mir jetzt noch nie passiert. Und ich glaube, also ich will nicht sagen, dass die Mädchen naiv sind oder so, überhaupt nicht. Aber ich kenne viele von meinen Freundinnen, sagen wir von Russland oder so, wo es halt schon provoziert. Ich meine, die flirten nonstop und dann, wenn sie dann halt mit dem Fotograf aufs Zimmer gehen und dann haben sie schon mit dem rumgemacht und nachher sagen sie, oh no. Ich meine, ja, sie haben schon Zeichen gegeben. Also, weißt, es ist nicht immer so, dass Mädchen unschuldig sind. Das Was heisst das für das Frauenbild in dieser Branche? Also, dass man so ein bisschen die starke, emanzipierte Frau vielleicht weniger sieht als ich sage jetzt mal, das Huscheli oder das Opfer oder die meint, sie müsse etwas mitmachen. Das ist eher ein Rückschritt in dieser Hinsicht, oder? Ja, also, wie gesagt, ich denke, ich habe immer gewusst, was ich will. Und ich habe gewusst, ich will diesen Weg, ich will erfolgreich sein, dem, wo ich bin. Und darum, ich habe gedacht, wenn ich eine Anfrage bekomme, eben so, hey, willst du den Job, kommst du mit mir ins Bett oder so, dann sage ich das ab. Es ist mir egal, wenn ich den Job verliere. Ich habe meine Linie und ich bin genug stark. Und ja, es ist klar, wenn jemand halt nicht so stark ist, dann ist es halt traurig. Aber emanzipierte Models, das gibt es. Das eine schließt das andere nicht aus. Nein. Das hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Image zu tun von dieser Branche oder von dieser Welt, wo sehr prägt ist, auch durch das, was man natürlich mitbekommt über das Fernsehen. Da gibt es Germany's Next Topmodel, es gibt Switzerland's Next Topmodel, wo Sie zweimal bis jetzt moderiert haben. Das dritte Mal ist leider auch verschoben worden wegen Corona für Sie. Dort wird das auch so ein bisschen das Frauenbild fast ein bisschen propagiert oder vielleicht ein bisschen glorifiziert.
spannend, wir haben über das auch geredet mit der Melanie Winiger, die auch zu Gast war in der Sendung. Und sie war relativ klar in der Aussage, dass Sendungen wie die, aber nicht nur wie die, aber so ein bisschen Reality-TV-Format, könnten vielleicht wirklich auch so ein bisschen ein Rückschritt sein für das Frauenbild. Mhm. Wir hören da ganz kurz rein. Das, was die Gesellschaft als Frau zeigt und wie Frauen sollten sein, das finde ich, ist ein riesen Schritt zurück. Ja. Mhm. Von dem, was ich hatte, als Beispiel von Frauen, Patti Smith und so, ist das, was jetzt gezeigt wird, finde ich, ein riesen Schritt zurück. Es hat nichts mehr mit dem Charakter zu tun. Es hat nur noch mit der Äußerlichkeit zu tun. Und das ist eben wieder Objectification. Objectification, also dass man eigentlich nur als Objekt dargestellt wird. Haben Sie das Gefühl auch? Oder macht man sich da so Gedanken darüber? Ja, also eben Germany's Next Topmodel, Switzerland's Next Topmodel. Ja. Die Mädchen oder Jungs bei uns, die mitmachen, die wissen, eben, es ist eine Reality-TV-Show, ja. Es muss ein bisschen spannend sein, es muss ein bisschen Drama geben, sonst schaltet niemand ein. Und das ist halt dann ihre Entscheidung, ob sie mitmachen oder nicht. Mhm. Aber ja, es hat sich verändert, sicher. Ich meine, früher hat es das noch nicht gegeben. Also so in dem, ich meine, heutzutage schaltest du die TV, es hat überall Reality-TV-Shows. Ja. Es verändert das Bild schon, ja. Inwiefern, und das ist, was Sie vorher schon angesprochen haben, dass vielleicht auch das Bild und der Job von einem Model hat sich grundlegend verändert. Das hat wahrscheinlich auch viel mit Social Media zu tun. Also eben, man existiert mittlerweile auf vielen Kanälen. Mhm. Ich glaube, mittlerweile kriegt man fast keine Jobs mehr, wenn man nicht auf Social Media ist. Also man braucht 10'000 Instagram-Follower, dass man überhaupt einen Job... Inwiefern betrifft das Sie auch in der Ausübung für Ihren Beruf? Also muss man da wirklich auch immer an die verschiedensten Kanäle denken? Ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt ein Fan von Social Media, weil als ich angefangen habe, hat es nicht gebraucht. Darum, ich habe eigentlich... Oder einmal mehr, das ist erst 8 Jahre her. Ja, und es ist erst 8 Jahre her. Das ist eben auch. Ich war in Paris, ich habe nicht... Kein iPhone, also ich hatte schon ein iPhone, aber ich hatte kein Internet drauf. Das heisst, ich hatte so ein Dealer-Club-Phone und so eine Paris-Map. Also ich bin wirklich nach Koordinaten gut zu den Adressen, Castings und Fittings und Shows gelaufen. Und mit dem Metro. Und jetzt, heutzutage ist alles, eben, auch mit eben Social Media, bist immer noch gestresst. Oh, heute muss ich noch posten, heute habe ich noch nicht posten. Oh, was soll ich jetzt noch posten? Und ich finde, es war vorher schon ruhiger gewesen, aber ich finde auch, es hat auch gut, zum Beispiel, sagst du, bist ein Fan von Estée Lauder, machst einen Post, markierst sie und schon hast du sie. Und dann schreibst du dir, hey, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Und das sind also ist das ein neues Business? Ist das ein neues Business? Alles. Ich meine, du wirst bezahlt für Posts. Ist cool eigentlich, aber es ist halt auch anstrengend. Also ich bewundere eigentlich all die Influencer, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist nicht nur einfach so ein bisschen das immer, da ist das Cola, was auch immer. Sondern die müssen wirklich, die haben ein ganzes Konzept. Die sind auch so Art Directors, weißt du? Mhm. Die müssen alles selber machen. Also man merkt, irgendwie, man braucht auch mehr Kompetenzen auf verschiedensten Ebenen. Man muss wahrscheinlich auch mehr von sich preisgeben. Also wenn man von diesen Supermodels aus den 90er-Jahren geht, die haben immer so ein bisschen den Flair und die Ära. Also man ist so ein bisschen wie mysteriös, ja. Man hat nicht alles gekannt. Heutzutage habe ich zumindest das Gefühl, man kennt sehr viele Facetten von einem Model. Kommt das auch über die Social-Media-Kanäle? Ich würde sagen, es kommt nur über die Social-Media-Kanäle, weil ich meine, Stories, also sie sind 24 Stunden auf Instagram, aber ich meine, ich mache auch viele Stories, aber jetzt nicht, was ich esse, was ich das und wenn ich ins Bett gehe, also das ist mir dann zu viel. Ich finde, man muss Grenzen haben, das ist meine Meinung. Aber eben, ich meine, du postest alles heutzutage, das heisst, «Ah, oh, sie ist dort. Ah, oh, sie ist im Glattzentrum. Ah, oh, dann kommen gerade ein paar Leute auch ins Glattzentrum oder wo auch immer hin.» Es ist, ich finde, es braucht schon Grenzen, weil manchmal sehe ich von vielen Stars, die posten wirklich alles. Fast zu viel. Ja. Wenn man das anschaut und wieder vergleicht mit früher, eben, es gibt wahnsinnig viele Stars, es gibt viele Influencer, es gibt einen ganz neuen Job. Wenn Sie jetzt Ihren Weg nochmal anschauen, Haben Sie es schwieriger gehabt? Also eben, wenn man gehört von mit 10 Kolleginnen in einem kleinen Apartment in New York, mit 15 müssen täglich wahrscheinlich an Castings gehen, sehr viel Nein hören, den Druck, den wir sonst auch schon gehört haben, die von heute, haben Sie die einfacher? Ich würde nicht sagen einfacher, aber sagen wir, wenn du eben jetzt ein Model bist oder willst Model werden und du hast Masse und alles, du hast irgendeinen Video auf YouTube oder Instagram mit Hashtag oder markierst Elite Model Look. Mhm.
die Chance ist grösser, dass dich jemand entdeckt. Weil eben, durch das Social Media, es geht so schnell, klick, klick, klick und boom, bist ein Star. Aber es ist natürlich eben auch so, es gibt viel mehr Models, es gibt viel mehr Sänger. Das heisst, du musst, die Persönlichkeit muss stimmen. Früher war das ein bisschen weniger. Früher warst du einfach ein Model, da sind Kleider, Lauf, fertig. Heute wollen sie ein bisschen tiefer. Und das finde ich eigentlich cool. Darum sage ich auch meinen Newcomers, es ist nicht mehr so wichtig, dass du mit 15 Jahren anfängst zu modeln. Es langt, wenn du 20, 22 bist und schon eine Ausbildung hast. Weil die Kunden finden es viel spannender, und das finde ich eben gut, wenn du keine Wirtschaft studiert hast. Mhm. Oder du bist noch Musikerin nebenbei. Oder du bist Fußballprofi nebenbei. Irgend so etwas. Das heißt aber immer, gerade in New York ist, glaube ich, Deadlines blöd gesagt. Aber also mit 26 ist man eigentlich nicht mehr damit dabei. Stimmt das nicht in dem Fall? Es stimmt, ich gehöre jetzt schon langsam zu den Grossmüttern. da bin ich ja schon Modelmami. Nein, aber es ist schon so. Ich meine, viele Models lügen auch über ihr Alter. Die Agenturen sagen, hey, du bist 26, jetzt musst du einfach sagen, du bist 23. Mhm. Nur das Problem ist, viele Kunden erinnern sich, dass du seit 5 Jahren 23 bist. Und so länger. Ja, ich meine, bei mir meine es auch manchmal, wenn ich Kunden wieder sehe, boah, jetzt bist du schon 30, oder? Weil ich schon so lange dabei bin, haben die vergessen, dass ich schon so früh jung angefangen habe. Umso wichtiger ist natürlich, dass man sich vielleicht auch etwas aufbaut für später. Ja. Und wenn man vorher so ein bisschen von dieser Welt, Social Media, redet, bei ihnen fällt auf, sie geben einerseits relativ viel Preis, sie machen aber trotzdem nicht eben alles mit. Ja. Aber so der Spagat oder so die Balance zu finden zwischen, gerade was das Privatleben anbelangt zum Beispiel. Sie werden ständig gefragt, wer ist der neue Freund, mit wem sind sie zusammen, wo sind sie gerade wieder und so. Wie kann man sich dort, wie findet man die richtige Balance zwischen geben und eben nicht zu viel geben? Ja, also eben beruflich finde ich cool eigentlich, wenn du posest, hey, ich bin am Shoot mit L'Oreal oder wo auch immer und das ist voll cool und so. Und dann ein bisschen den Einblick geben in die Welt, das finde ich super. Dann mit Familie bin ich schon nicht zu viel. Zum Beispiel, meine Mami will auch gar nicht, dass irgendwie das Fernsehen heimkommt. Das haben wir am Anfang, weißt, wenn du 15 bist und neu in die Welt hineinkommst, dann machst du alles mit, weil du denkst, ah, das musst. Mhm. Also, weißt, so, hey, das Fernsehen will heimkommen, Homestory machen, oh ja, ja, kommen, oder? Und im Nachhinein realisierst du dann, oh, ist vielleicht doch nicht so gut gewesen. Oder ich habe mir auch lange überlegt, so, eben wenn ich mal in Beziehung bin, wie mache ich es denn? Ich habe so ein bisschen geschaut, wie es andere machen und so. Und ich habe einfach schlechte Erfahrungen gemacht, dass wenn du gerade sagst, oh, wir sind zusammen und so, dann es kann wirklich vieles zerstören. Mhm. Vor allem, wenn du noch nicht, wenn du dich erst gerade, ich meine, die Presse ist meistens schon ein Schritt schneller, oder? Das heisst, sie finden sie die ersten 2-3 Wochen schon raus. Vor allem eben durch halt Social Media, ah, die ist dort, der ist auch dort. Haha, da muss etwas sein, oder? Und darum, vor allem in diesen ersten Wochen, wo es eigentlich ja noch alles frisch ist, kann das sehr vieles kaputt machen, oder? So, dann denkt der andere, hä, hast du denen das gesagt? Nein. Hm. Wieso wissen die das denn? Weißt so, es macht also ich entnehme dem, einfach ist es nie, oder? Nein. Und darum, ich bin immer ein bisschen vorsichtig in so Sachen. Wenn, sagen wir, wenn du schon 2-3 Monate zusammen bist, dann kannst du schon mal, vielleicht, keine Ahnung, ein Statement abgeben, aber bis so wie das bis gefestigt ist, würde ich eigentlich nie etwas dazu sagen. Jetzt denke ich gerade an ein Tattoo, das Sie haben, und zwar im Maul. Das bringt mich auf die nächste Frage. Eben, die Schweiz kennt auch ihre 5 oder 6 oder so Tattoos. Ja, das macht man dann nicht. Eben, aber man muss schon viel persönliches Preis oder man ja, will viel klar. Ich meine, du musst ja. Ich verstehe es auf eine Art schon. Ich meine, wenn ich würde für Presse arbeiten, würde ich auch so viel wie möglich rausholen. Und es ist auch interessant, ich sage mir auch für Fans, oh, was hat sie für Tattoos, ich will es gleich, oder was lädt sie an, was ist ihr Style? Es ist eigentlich schön, wenn sich Leute an dir interessieren. Aber eben, man muss Grenzen machen. Also mit den Tattoos, das ist für mich ist das jetzt so, ja, das ist mir jetzt nicht so wichtig, ob jetzt das die ganze Schweiz weiss oder nicht. Aber mit der Beziehung, das ist mir dann schon so, okay, es muss zuerst gefestigt sein, bevor ich, weil es gibt dann viele auch nieder, die das alles zerstören wollen. Zum Schluss noch, wir haben ein bisschen über die Karriere, die noch nicht so alt ist, aber trotzdem, weil sie schon sehr früh angefangen haben, hat doch schon ein gewisses Jahr andauert. Vielleicht noch kurz einen Blick in die Zukunft. Was ist, wenn es angesprochen mit Corona? Man weiß nicht, wie es weitergeht, wie sich vielleicht auch die Branche oder die Szenen entwickelt. Haben Sie einen Plan B? Also ich sage auch immer, all meine Newcomers haben einen Plan B, weil eben, wie gesagt, du bist heute top, morgen flop. Also du bist so schnell unten, wie du oben warst.
Und darum, also ich habe früher immer eine Lehrerin werden. Dann haben sich geändert, aber ich habe jetzt die Ernährungsausbildung gemacht. Das könnte ich machen, wenn es nicht mehr weitergeht. Haben Sie noch Immobilienmaklerin Ausbildung auch noch gemacht? Ja, noch nicht fertig. Es wären Prüfungen jetzt an der Wall Street, aber ich kann ja nicht über. Aber eben, ich mache immer irgendwie etwas, weil nach 8 Jahren ist Pause, musst dich nicht mehr anstrengen. Du gehst ein Team, machst schnell tack, tack, tack und fertig. Oder das brauchst du dein Gehirn nicht mehr so. Und moderieren ist etwas, wo, also mit Switzerland's Next Topmodel, das macht mir richtig Freude. Ich hätte das niemals gedacht. Ich habe immer gedacht, also ihr habt auch einen mega harten Job, aber ich habe immer gedacht, boah, das ist sicher mega stressig mit dem Fernsehen, an das denken, an das denken. Aber ich muss sagen, das macht mir wirklich sehr Spass. Und auf das würde ich, auf dem würde ich sehr gerne weiterarbeiten. Und gerade überlegt, so die mehreren Ausbildungen und doch auch wieder ein bisschen den Sicherheitsgedanken im Hinterkopf. Ist das doch auch noch die Schweizerin, Manuela Frey? Und die, die weiss, es geht nicht ewig so weiter. Ja. Also eigentlich eine gewisse Sicherheitsbremse immer drin. Sicher. Ich bin, das mein Papi vor allem ist so. Er ist der richtige Schweizer. Er macht gerne Ferien in der Schweiz. Er ist gerne pünktlich. Er hat gerne so ein Geldhäufchen, weißt, so Sicherheit. Und das habe ich sicher von ihm übernommen. Und so bin ich auch. Aber ich habe so einen guten Mix, würde ich sagen. Ich tue auch gerne mal einfach geniessen. Weil das ist auch wichtig. Weil mein Motto ist: You only live once. Und you gotta take this life. Nehmen wir das gerade als Schlusswort. Danke vielmals für den Besuch im Studio, Manuela. Danke vielmals. Ja, und danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen. Wenn Sie weiter mitdiskutieren wollen, machen Sie doch das unter Hashtag SRF Kritik direkt. Einen schönen Abend noch und bis gleich. Alle miteinander. We'll be right back.